Story von einer Minute aufnehmen. Und ich würde euch vorschlagen, dass wir eigentlich beides machen. Also, heute haben wir in unserer Klasse einen Herr Ellison kennengelernt, der mithilfe von Räumen Sinne täuschen kann. Alors, aujourd'hui, on a connu un monsieur qui s'appelle Olaf Ellison. Et il crée des chambres, des salles qui nous font manipuler, on va dire, nos sentiments et qu'on arrive à avoir d'autres visions, d'autres sentiments. Dieser Raum hier ist natürlich so unglaublich schön. So toll sah der Arbeit einfach noch nie aus, weil natürlich, dass auf die Wand so viel auch zu sehen ist und immer wieder geht es auch auf die Bilder. Und manchmal ist es ganz ruhig und manchmal bewegt sich das ganz stark. Und das hat so eine, finde ich ganz schön, so ruhig, so einen ganz ruhigen Qualität. Also Olafur Eliasson geht es ja eigentlich darum, neue Räume zu erschaffen, die es uns erlauben, die Wirklichkeit mit anderen Augen zu sehen. Und deswegen hat er auch die App Earth Speaker und das Projekt, glaube ich, entworfen, wo es darum geht, dass wir eigentlich Objekte zum Leben erwecken. Wir setzen unser Gesicht auf das Objekt, erwecken es so zum Leben und können somit vielleicht eine andere Wirkung erzielen, wie normalerweise in der Realität. Und wir haben uns zuerst die Frage gestellt nach unseren Lebensprinzipien, und dann auch, was unser Ziel ist in unserem Leben, wenn wir uns ein großes Ziel setzen müssten. Und diese zwei Dinge haben wir dann kombiniert in einer Geschichte. Wir haben dann eine Geschichte erzählt, um eigentlich unsere Message rüberzubringen. Wir haben auch sehr viele Videos dazu gesehen, wie er sehr viele Räume hat und Sachen, die eigentlich in der Natur sind, in einem Raum gesteckt hat. Und wir finden das sehr, sehr interessant und wir sind auch froh, sowas kennengelernt zu haben. Alors, on a vu quelques vidéos que le monsieur il a créé et on a vu comment il a mis quelques parties de la nature dans ses vidéos et comment ça nous a fait manipuler nos sens, nos sentiments. Allgemein sind wir einfach froh, heute mitgemacht zu haben und wir sind sehr froh, dass ihr auch bei uns gekommen seid. Danke! Alors, on est vraiment content et heureux que vous êtes venus chez nous pour qu'on apprenne des nouvelles choses. Et on voulait remercier à toutes les personnes qui ont coordonné cette activité pour qu'on puisse apprendre telle chose. Merci!